Wir wollen heute über das Thema Pushbacks an den EU-Außengrenzen sprechen. Was passiert da? Was für eine Art von Menschenrechtsverletzungen finden da statt? Da freuen wir uns sehr, Hope Barker, die als politische Analystin beim Border Violence Monitoring Network arbeitet und dieses umfangreiche 1500 Seiten umfassende Schwarzbuch zu den Pushbacks herausgegeben hat. Wir gucken an, was für eine Rolle spielt eine Agentur wie Frontex als sogenannte Grenzschutzagentur, die nationalen sogenannten Küstenwachen und was sind Alternativen für eine humanitäre Politik für Geflüchtete und Asylsuchende und freuen uns auch sehr hierfür Michel Brandt, Mitglied des Deutschen Bundestages für die Partei Die Linke, gewonnen zu haben. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg ist Veranstalterin dieser Diskussion gemeinsam mit dem Rosa-Luxemburg-Club in Karlsruhe und mit Michel Brandt als Abgeordneter Linken im Deutschen Bundestag. Bevor wir inhaltlich starten, noch zwei technische Hinweise. Diejenigen, die auf Facebook sind, hören momentan meine deutsche Stimme. Es wird leider keine Übersetzung ins Englische auf Facebook geben, sodass diejenigen, die den englischen Originalton hören möchten, in die Zoom-Konferenz wechseln sollten. Ich werde da auch noch den Link reinstellen. Genauso, wenn Hope Barker auf Englisch spricht, hört ihr im Facebook-Livestream das englische Original und nicht die Übersetzung. Die Übersetzung ist im Zoom-Webinar verfügbar. Da könnt ihr einstellen, deutscher, englischer Kanal, je nachdem, welche Sprache ihr hören möchtet. For our English-speaking persons who are watching on Facebook, the information that we won't have the translation in Facebook. So if you want to have the English version, when Michel Brandt is speaking German, he will be translated, but that will not be available in Facebook. You have to switch to the Zoom webinar. I will put in the link as a comment so you can switch to the Zoom webinar. So viel zum Technischen. Thema heute, ich hatte es schon angesprochen, Schwarzbuch Pushbacks, Pushbacks als Praxis an den Außengrenzen der Europäischen Union. Hierzu möchte ich im ersten Teil der Veranstaltung mit Hope Barker sprechen. Hope Barker ist Politikwissenschaftlerin, sie ist politische Analystin beim Border Violence Monitoring Network, also dem Netzwerk zur Beobachtung von Gewalt an den Grenzen. Sie ist, und deswegen haben wir sie heute zu unserer Online-Veranstaltung eingeladen, eine der Herausgeberinnen des Schwarzbuchs der Pushbacks an den Außengrenzen der Europäischen Union. Das Schwarzbuch Pushbacks wurde am 18. Dezember 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Es kann im Volltext auf der Webseite des Border Violence Monitoring Network auch heruntergeladen werden. Hope, schön, dass du uns heute zugeschaltet bist aus Thessaloniki. Freut mich sehr. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Könntest du vielleicht zunächst ein paar Sätze zur Arbeit des Border Violence Monitoring Networks sagen und dazu, wie dieses Schwarzbuch der Pushbacks, das ja beeindruckend mit 1500 Seiten Umfang ist, entstanden ist? Und was man darin eigentlich lesen kann, wie gesagt, man kann es öffentlich runterladen auf der Seite eures Netzwerks. Hi everyone and thanks for having me here today. I'm here today on behalf of the Border Violence Monitoring Network, which is a coalition of human rights defenders from 15 different grassroots NGOs and volunteer collectives who monitor and report on human rights violations from border areas along what's been called the Balkan route historically. It's important to say that not all these 15 members are publicly visible on our website due to the risk of criminalization that many members have faced. So we are 15 individual organizations and you can see most of those on our website, but not all of them. The Border Violence Monitoring Network was set up in 2016, basically in the face of a complete lack of institutional monitoring on what was going on at Europe's borders, particularly after the formal closure of the humanitarian corridor. So essentially, the Border Violence Monitoring Network was set up to bear witness to what was happening at those borders, which were daily and systematic human rights violations.
Over the last 4 years, the volunteers on the ground have been collecting testimonies from people on the move, authoring their own experiences of what they are experiencing at these borders. So those are both external borders and internal borders within the Union, within the Schengen zone, outside of the Schengen zone. It's basically proliferated across the entirety of Europe. And this kind of culminated last year when the Border Violence Monitoring Network was commissioned by the United Left Group of the European Parliament as external experts to produce a document of evidence of what was going on at the borders. And so what we put together was essentially on our website, there is an interactive database where all of the testimonies that have been taken by the network can be found. This is upwards now of 1,000 testimonies. And the book basically is a collaboration of all of those testimonies divided into country sections. And at the beginning of each chapter, there is an accompanying analysis of trends, patterns of violence, national legislation, maps and everything to show what's going on in those different countries, alongside an introductory section that looks at the use of torture, you know, what pushbacks mean generally, medical analysis, looking at different types of pushbacks, chain pushbacks. So in the book is basically a 1,500-page document that documents the entirety of the last 4 years of work of the Border Violence Monitoring Network. Ja, vielen Dank. Jetzt hast du ein bisschen berichtet, wie dieses Black Book zustande gekommen ist, wer involviert ist, wie diese Berichte entstanden sind. Aber lass uns doch vielleicht mal zunächst darüber sprechen, was man eigentlich unter Pushbacks versteht und wie sieht das Völkerrecht diese Praxis der Pushbacks? So, a pushback is an informal expulsion without due process. So to explain that a bit further, essentially when you cross a border into the European Union, you should have the right to access the asylum system. So you should have the right to ask for asylum, to have your case analyzed on an individual level, and then the right to appeal any decision that's made about your case. So if you are rejected a certain number of times and your case is deemed as unfounded, you can be deported, which happens in a legal framework. What's different about a pushback is that it happens without any of these rights being upheld. So when you cross a border, essentially you can be removed to another country. And I can't even say that you're being pushed back to the country from which you came, because there are cases in which people have entered Croatia from Serbia and been pushed back to Bosnia and other situations like this. So essentially a pushback is when you enter a country and then you are expelled without any due process for your case. In terms of the legal side, this violates any number of international and European legislation, national legislation that all member states of the EU have ratified. So that includes the EU Charter and Convention on Fundamental Rights, the 1951 Refugee Convention, the Returns and Procedures Directive of the Common European Asylum System. When pushbacks happen across borders that of Schengen zone countries, this also violates the Schengen Borders Code. And to go into more detail, also multiple rights within these charters and conventions are violated. So a pushback breaks the fundamental principle of non-refoulement, which is the center of our asylum system in the EU. It violates the enshrined human right to seek asylum. It violates the prohibition on collective expulsions. And also in many cases, pushbacks are carried out violently, which often violates Article 3 of the European Convention of Human Rights, which relates to the prohibition of torture and inhumane and degrading treatment. To put this into perspective, in Croatia and Greece, nearly 90% of all recorded cases in 2020 detailed how pushback victims were subject to one or multiple forms of abuse or torture. So we're talking about the basic act of a pushback violating multiple levels of legislation, but within that, the violence that's occurring within pushbacks violates even further. So essentially, pushbacks are fundamentally illegal on pretty much every level. Pushbacks sind vermutlich, aber das kannst du ja vielleicht noch ausführen, eine Praxis, die es nicht nur an den Grenzen der Europäischen Union gibt, sondern die ein globales Phänomen sind. Wir wollen uns aber heute
kannst gerne sozusagen das einordnen, aber sozusagen heute sozusagen ist ja das Thema, was passiert an den Außengrenzen der Europäischen Union? Und da würde ich gerne sozusagen hinsichtlich von zwei Aspekten nachfragen. Zum einen wäre meine Frage an dich, welche Bedeutung diese Praxis der Pushbacks für das Grenzregime der Europäischen Union, für deren Migrations- und Asylpolitik hat? Ist diese Praxis der Pushbacks integraler und ein bewusst eingesetzter Bestandteil in diesem Politikfeld Asylmigration? Oder ist es eher etwas, wo man sagen kann, das passiert und die Regierungen wollen da nicht so genau hinschauen? Das macht irgendwie die Grenzschutzagentur oder die Küstenwache. Ja, wer ist denn eigentlich verantwortlich für diese Praxis? Die Europäische Union, die Mitgliedstaaten insgesamt oder die Grenzstaaten, Griechenland zum Beispiel, oder die Küstenwachen dieser Grenzstaaten oder die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache, in Anführungszeichen Frontex? Wer ist Trägerin, verantwortlich für diese Politik? So I think that after the 4 years of work that's been done by the Border Violence Monitoring Network and multiple other collectives and NGOs working on the ground, it would be very hard to say that anybody in a position of power in the EU doesn't know that pushbacks are happening. And particularly now we can say with the Black Book of Pushbacks, which is a, you know, a book about this big that was physically delivered to key members of the Commission as a document of evidence of what is happening. It cannot be said that people don't know that pushbacks are happening, both at the EU, both within national legislation and within the member states. Basically, it cannot be denied that pushbacks are happening any longer. And that was, you know, a real goal of the Border Violence Monitoring Network was to put pushbacks on the table and for them to be discussed as, you know, a real facet of the European border regime. And it has become a central pillar of the European border regime, unfortunately. Pushbacks have become the norm. They're happening daily at every external and internal border. I mean, we have partners in Turkey, Greece, Croatia, Serbia, Bosnia, Italy, Germany. We have multiple partners who are documenting pushbacks across the EU. So it can no longer be denied that these are going on. I think some very important developments when it comes to the EU level is to talk about the rhetoric of securitization and the rhetoric of threats that has been used as a reasoning to reinforce borders, which has strengthened the practice of pushbacks and has all occurred to the detriment of fundamental rights. So starting in 2015 with what was deemed the refugee crisis, there was already this rhetoric of securitizing and of, you know, trying to close the borders from these people who were threats to the European way of life. And from there on, it already put into question people's fundamental rights. And we've only seen that develop over the last 4 years. Most recently, what we're seeing, especially in the new pact on migration that was released by the Commission last year, is an externalization of responsibility for migration at the cost of human rights. So this can be most clearly seen in the EU-Turkey deal, which has, you know, drawn widespread criticism, and also the new agreement between Italy and Libya, which again sees the EU trusting fundamental rights to be respected by countries which they don't even want to include as member states of the European Union for their disregard for fundamental rights, to the extent that Germany has offered Turkish political refugees asylum in Germany, yet still sees Turkey as a safe country to send migrants back to. So this is obviously, you know, a massive issue that's coming up. Again, in the new pact on migration, there was the pre-screening regulations that were put forth, which essentially said that there would be, you know, centres placed at the external borders of the EU where new arrivals to the EU would be essentially detained. It doesn't use the word detention, but it is de facto detention, as it's an arbitrary limit on freedom of movement. And there's a period of 3 to 5 days in which cases will be assessed. If those cases are deemed as founded, they will then move forward. They'll be placed to another centre in the mainland and the case will move forward. If within those 3 to 5 days, the case is deemed unfounded, that person will be returned either to what's considered their safe country of origin or to a safe third country. For example, when it comes to Greece, that would be Turkey. So what you're seeing is essentially a formalization of pushbacks in a sense, because 3 to 5 days is nowhere near enough time to
ensure the right to appeal, the right to effective remedy. And even if that was prolonged, what you have is people long-term in arbitrary detention waiting for their case to be assessed. So even with the new pact on migration that was supposed to overhaul the system, what we're not seeing is any kind of responsibility being taken for what's happened so far or any accountability measures being put in place. What we're seeing is these processes, which are fundamental human rights violations, being further formalized and crystallized into the system. So whilst we already know they're happening, the steps are not being taken to stop them from continuing. And I think when it comes to the question of responsibility, it's very difficult to pinpoint any one person or any one group. The responsibility lies across all the groups. I mean, the responsibility lies in national police forces in member states who are carrying out the pushbacks. It lies on the national governments, and it also lies with the commission, because what we see is the commission, you know, supporting these processes. So for one example I will give you is in February 2020, Erdogan opened the gates to Europe and bussed thousands of people on the move to the border between Greece and Turkey. And the response at this point, there was, you know, mass riots. It played out in international media with tear gas and rubber bullets, and actually two people died in the chaos. And the EU's response to that was to send a rapid deployment team of Frontex to the border and to congratulate Greece on their work for protecting the EU's external borders. So in that moment, you know, you're seeing use of excessive force, you're seeing a denial of the right to seek asylum. Actually, Greece closed their asylum system at this point, so new cases couldn't even be opened. So the response of the commission was to support that. And that's actually, you know, that's violating any number of European laws. So we're not seeing the EU, whilst it's the national states that are carrying out these operations, the EU is actually supporting them with Frontex teams and actually not condemning what they're doing or seeking to hold anybody accountable. So I think when it comes to where responsibility lies, the responsibility lies all the way up the chain. And I think that's why it's become more increasingly difficult to tackle. Es sind viele verantwortlich, sagst du. Ihr habt dieses Schwarzbuch erarbeitet. Die Fraktion der Linken im Europäischen Parlament hat es vorgestellt. Wie waren die Reaktionen von anderen politischen Kräften in der Europäischen Union, von anderen Parlamentsfraktionen, von der Kommission, von nationalen Regierungen vielleicht? Gab es Rückmeldungen? Ist alles nicht richtig, was ihr da aufzählt, oder ist so, aber kann nicht anders sein? Wie waren die Rückmeldungen? I mean, we didn't receive formal feedback per se, but I think what was quite clear is that some of the reactions was a kind of initial panic that this had been put forth. And I think that we also have to realize that these things really take time. I think that slowly the creation of working groups to look further into things that were allegations that were raised in the book, particularly looking at the Frontex scrutiny group that's now going on, kind of has opened the door to further investigations. I think the main feat of the Black Book of Pushbacks was to put pushbacks on the table as a, you know, undeniable aspect of what's going on in the European border regime. And then we now have to take steps to try to investigate that further. I would say that the new pact on migration is, you know, it's quite disheartening to see that what was promised to be an overhaul of the system is an overhaul in the opposite direction to what people like us on the ground would want to see. But we plan to publish we will publish versions of the Black Book every single year until the right people are held accountable and until impunity ends. So there will not be one Black Book, there will be continuing Black Books until the situation changes. Ich würde jetzt schon mal eine Frage aus dem Chat gerne reinnehmen. Du bist zum Teil schon drauf eingegangen. Vielleicht kannst du es aber noch ein bisschen elaborieren. Die Frage ist, also der Teilnehmer würde gerne deine Einschätzung wissen, warum diese Pushbacks stattfinden. Also was sind die möglichen Motive der griechischen Regierung und der Europäischen Union? Ist es nur eine Form von Abschreckung oder spielen da auch andere Faktoren eine Rolle? Wie schätzt du das ein? Wie schätzt ihr das ein?
I would say deterrence is definitely a massive part. I think that when you see, for example, I'm now based in Greece, and I work with an organization that works on the ground with people on the move. So we are in direct daily contact with people who are being subject to pushbacks. And most recently, there's been people who I knew from here in 2018 who are now returning from Bosnia and Croatia in order to rest a bit before they try again, because they've been pushed back upwards of 20, 30 times. And you would think somebody that you haven't seen for 2 or 3 years that they would have made it by now. But actually, they've been living precariously in border towns, in insufficient accommodation, in squats for years at a time, continuously being pushed back, continuously being subject to violence. And some of those people do apply for voluntary deportation. And I've had people say to me, you know, I'd rather be tortured in a prison in my own country than continue to be tortured at the borders of the European Union. And I think that's really important to highlight that, you know, it is a massive plan for deterrence. I also think on another level, it's just been normalized. And I think that there's no push within the competent institutions to stop it. So when there's so many people being pushed back on all these borders, and when it's the norm of the border forces, of the police forces to do pushbacks, and it's not being questioned, it just becomes a norm that that's how the system works. And I think what's most worrying is that in the past, we always saw pushbacks happening kind of in the footfall of the border area. So we would see, for example, I work most closely with the Greece-Turkey land border where the Evros River is. So in these small Greek villages close to the Evros-Maritsa River, you would see people being picked up close to that area and pushed back across the border. But what we saw in the last year in the Greek context is people being picked up from mainland cities like Thessaloniki and Athens and transferred all the way back to the border, including individuals with documents. So I think that the expansion of pushbacks is what's most worrying, because it's been normalized for so long that it's even being allowed to expand to different geographical areas and to different groups. Bevor wir zu Michael Brandt gehen, der ein bisschen auch noch ein bisschen über die Rolle von Frontex sprechen wird und auch seine Erfahrungen aus dem Deutschen Bundestag, wie dort die Thematik diskutiert wird, uns hier vorstellen wird. Eine letzte Frage in dieser ersten Runde an dich. Du hast ausgeführt, dass diese Pushbacks völkerrechtswidrig sind, gegen die Genfer Flüchtlingskonvention versprechen, weil eben die Menschen nicht die Möglichkeit haben, einen Asylantrag zu stellen, was ihnen zustehen würde laut Völkerrecht. Ihr dokumentiert diese Fälle, ihr habt die Namen der Personen, die unter diesen Pushbacks leiden mussten. Ihr wisst, welche Institutionen, welche Grenzschutzpolizei verantwortlich war dafür. Gibt es keine Möglichkeit vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder irgendwo anders, diesen Fall juristisch vorzubringen? Yeah, so a question we get asked a lot is about litigation, and there are cases open in the European Court of Human Rights, and there have been cases on the national level as well. But I think what you have to understand is the scale. So when you have so many people being pushed back across all these borders at such a rate, and the amount of time that it takes to litigate on a case, I mean, multiple cases are in the European Court of Human Rights for years. So the actual, and the funding that takes for lawyers, for people to take your case, is very different. And that's the case where there is the funds, where there is the people interested in the case. And the second thing that is difficult is the burden of proof when it comes to litigation. A lot of the time what we have is just people's stories and created, and that people, their belongings are all destroyed. So there is there's very little evidence in terms of videos, in terms of photos, and the burden of proof is very high. And I think that's one criticism that I find very difficult to come up against, is people saying, you know, it's just people's stories, it's just people telling you a story. But there's two things. I mean, number one, when you look at the Black Book of Pushbacks, it's 1,500 pages of evidence. So, I mean, how could all of these people from different countries, speaking different languages, from different backgrounds, reporting to different NGOs, to different reporters, be telling the same story where there's so many patterns which line up if there was no truth to it whatsoever? I think it would have to be the largest conspiracy theory in the modern world.
And second of all, it's really important work of the network to recenter the voices of people on the move in authoring their own experiences. And actually, people telling us those stories should be evidence enough, especially when we can, you know, take a step back and analyze for patterns. So I think the difficulty with litigation is about capacity, it's about funding, and it's about the burden of proof. But we do litigate on cases and we do push for cases to be litigated on, but the scale just makes it almost impossible to do so systematically. Ja, herzlichen Dank, Hope Barker, für euer Engagement als Border Violence Monitoring Network, für deine Vorstellung eurer Arbeit. Wir werden noch die Möglichkeit haben, in der Fragerunde weitere Dinge mit dir zu besprechen. Ich würde jetzt gerne an dieser Stelle den Michel Brandt ins Gespräch holen. Michel Brandt ist Abgeordneter für die Linke im Deutschen Bundestag und dort Obmann im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Als parlamentarischer Beobachter hat er die Lebenssituation von Geflüchteten in den EU-Außenlagern selbst in Augenschein genommen und mit Geflüchteten und HelferInnen vor Ort gesprochen. Michel, du hast in den vergangenen Monaten, wie gesagt, oftmals in deiner Funktion als Abgeordneter im Bereich Menschenrechte Frontex im Bundestag thematisiert. Aus deiner bisherigen Erfahrung und deiner Arbeit im Bereich Flucht und Migration, wie ordnest du Frontex, diese Grenzschutzagentur, politisch ein? Welche Folgen hat sie deiner Meinung nach aus menschenrechtlicher Sicht? Und du hast in der Vergangenheit immer wieder auch von der Militarisierung der deutschen Migrationspolitik gesprochen, der europäischen Migrationspolitik im Kontext von Frontex. Kannst du ein bisschen ausführen, was du mit dieser Militarisierung der europäischen Migrationspolitik meinst und welche Gefahren du darin siehst? Ja, erstmal vielen Dank für vor allem eure Arbeit, weil das unglaublich wertvoll und wichtig ist, dass wir diese Dokumentationen auch haben und damit dann eben einfach auch arbeiten können. Ich werde jetzt versuchen, ganz vieles ist ja schon genannt worden und es wurde auch schon gesagt, dass das Ganze sehr komplex zusammenhängt. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, den einen Komplex, nämlich Frontex, ein bisschen rauszuheben und ein bisschen zu beleuchten und auch die Wichtigkeit und die strategische Bedeutung, die Frontex eben in diesem gesamten Abschottungsprozess, den die EU vorantreibt, so ein bisschen zu beleuchten. Die EU-Kommission und die EU-Mitgliedstaaten haben Frontex 2004 gegründet und von vornherein eben mit dem Ziel, es als zentrales Instrument zur Umsetzung eben dieser Abschottung einzusetzen. Diese Abschottung macht einen der zentralen Aspekte der gesamten EU-Migrationspolitik mittlerweile aus. Die Agentur Frontex ist, wie wir es ja gerade schon sehr eindrücklich gehört haben, bei völkerrechtswidrigen Pushbacks beteiligt oder oft auch beobachten. Das geht von Spanien über das zentrale Mittelmeer, über Kroatien, Ungarn, Albanien, Bulgarien, Griechenland. Dort überall haben wir Dokumentationen von Pushbacks, an denen auch Frontex beteiligt ist. Und überall werden sie von Frontex geleugnet. Auf dem Mittelmeer beispielsweise gibt Frontex Daten an die sogenannte libysche Küstenwache weiter. Wir haben es hier nicht mit, und das wurde auch gerade schon gesagt, kleineren Unregelmäßigkeiten im Eifer eines Einsatzes oder so etwas zu tun, sondern damit, dass seit Jahren systematisch Menschen daran gehindert werden, ihre Rechte, ihr Recht auf die Stellung eines Asylantrags wahrzunehmen. Die Aufklärung zu massiven Menschenrechtsverletzungen wird von Frontex durchgehend versucht zu behindern, wird verschleppt und geleugnet. Kontrollmechanismen, demokratische Kontrollmechanismen sind so gut wie nicht vorhanden oder versagen. Genau deswegen, da komme ich später auch noch mal ein bisschen drauf, ist Frontex ja auch so ein merkwürdiges Konstrukt einer privaten Agentur, die von der EU beauftragt wird. Selbst die Einstellung von gerade einmal 40 Grundrechtsbeauftragten wird seit Monaten nicht umgesetzt und von Frontex verschleppt. Auch der Chef der Agentur, Legerie, ist trotz aller Skandale, die ja in den letzten Monaten öffentlich wurden, immer noch im Amt. Dabei gibt es, wie wir gerade mehr als gehört haben, ohne Ende Beweise, dass er auch von diesen Pushbacks natürlich wusste und sie auch gezielt einsetzt. Er hat sich auch mit der Waffenlobby getroffen, mit Leuten, die nicht im EU-Lobbyregister stehen. Allein das würde natürlich für einen Rücktritt von Legerie schon lange reichen. Aber nicht mal dazu kommt es, auch durch die politische Rückendeckung. Auch die EU, der EU-Untersuchungsausschuss, der jetzt eingerichtet wurde zu Frontex, ist ein Stück weit ein Erfolg
und ein Stück weit auch ein bisschen absurd, weil vieles, was dort jetzt untersucht wird, schon lange bekannt ist, schon lange dokumentiert ist von Medien, von NGOs. Das heißt, die Beweise liegen längst auf dem Tisch und es entsteht ein bisschen der Eindruck, dass dieser Untersuchungsausschuss auch dafür genutzt wird, auf Zeit zu spielen und Zeit zu gewinnen. Du hast es gerade gesagt, Alexander, ich sage das öfter, es findet eine Militarisierung der Außengrenzen statt. Was meine ich damit? Wir beobachten tatsächlich eine Entwicklung, die mit dem Begriff Militarisierung am besten beschrieben ist. Dazu gehört zum einen die Befestigung von Grenzzäunen mit Stacheldraht und Überwachungstechnik und so richtig frei gerodete Schneisen. Inzwischen sind in Südosteuropa rund 1000 Kilometer Grenzzaun errichtet worden, zwischen Ungarn und Serbien, zwischen Ungarn und Kroatien, Bulgarien und der Türkei, Griechenland und der Türkei, Slowenien und Kroatien, Griechenland und Nordmazedonien. Die Grenzräume werden aber nicht nur infrastrukturell dicht gemacht, sondern auch mit Geländewagen, Wärmebildkameras, Hubschraubern und immer mehr Drohnen ausgeleuchtet und überwacht. Auf diese Weise werden fliehende Menschen auch dort, wo keine Zäune aufgestellt sind, zurückgehalten und zurückgedrängt, etwa an der bosnisch-kroatischen Grenze, was wir ja gerade auch bereits schon gehört haben. Das Beispiel trotz der räumlichen Distanz auch Deutschland und die Politik aus Deutschland eine zentrale Rolle. Alleine zwischen 2019 und 2020 wurden zum Beispiel im Rahmen sogenannter polizeilicher Ausstattungshilfe aus Deutschland 20 Geländewagen und 10 Wärmebildkameras im Wert von 1,2 Millionen Euro an die kroatische Grenzpolizei gespendet, wie wir auf eine Anfrage von uns herausfinden konnten. Wie dies zunehmend militärische auftretende Grenzregime agiert, konnte ich, es wurde gerade schon kurz angesprochen, 2020 selbst vor Ort erleben, als ich bei diesen Eskalationen an der türkisch-griechischen Landgrenze vor Ort war, sowohl auf griechischer als auch auf türkischer Seite. Als dort aufgrund, Europa hat es ja vorhin schon kurz angesprochen, politischen Drucks Erdogan Zehntausende Geflüchtete an die griechische Grenze gekarrt hat mit dem Versprechen, dass sie jetzt nach Europa könnten, um dort einen Asylantrag zu stellen, hat tatsächlich Europa, man kann sagen, die Schießscharten an der europäischen Grenze erstmalig geöffnet, in einer Form, wie wir es bis dahin, glaube ich, nicht für möglich gehalten hätten. Mit Tränengas, Gummigeschossen wurden Geflüchtete an der griechischen Grenze zurückgehalten und es sind mehrere Menschen auch an den Tagen, als ich da war, ums Leben gekommen, vermutlich sogar durch scharfe Munition. Das heißt, wir erinnern uns alle zurück, was 2016 noch das Schreckengespenst von Frau Storch und der AfD war, dass auf Geflüchtete geschossen werden soll, was groß durch die Medien ging, ist mittlerweile an den europäischen Außengrenzen Realität. Und dessen müssen wir uns tatsächlich auch bewusst sein und es genauso benennen. Was dazu kommt, ist, auch das wurde gerade schon angesprochen, ein gängiger und die ganze Zeit annehmender Problemdiskurs, der gegenüber Geflüchteten gefahren wird. Das heißt, wir reden nicht von Menschen, die in Not sind, sondern wir reden von Wellen, von Katastrophen und benutzen solche Begriffe, um genau diese Militarisierung an den Außengrenzen zu rechtfertigen. Das ist im Übrigen ganz stark von Frontex mit forciert. Und ich erinnere, kurz vor der Corona-Pandemie im März, als diese Situation an der griechisch-türkischen Grenze war, ist Frau van der Leyen mit einem Helikopter über dieses Szenario geflogen und hat danach eine Pressekonferenz gegeben und hat von Griechenland als Schutzschild Europas gesprochen. Muss man sich einfach mal rhetorisch überlegen, was das heißt, Schutzschild Europas. Und hat dann von europäischer Solidarität gesprochen, womit sie mitnichten meinte, dass den Menschen, die dort gerade versuchen, über die Grenze zu kommen, geholfen wird, sondern womit sie meinte, dass Frontex-Einheiten an die griechische Grenze, an die griechisch-türkische Grenze verlegt werden sollten und hat damit auch gerechtfertigt, dass Griechenland für einen Monat das Asylrecht pauschal einfach einmal ausgesetzt hat und Soldatinnen an die Grenze verlegt hat, gegen schutzsuchende Menschen und das alles, um diesen wirklich schäbigen EU-Türkei-Deal aufrecht zu erhalten. Eine zentrale Rolle nimmt eben in dieser ganzen Abschottungspolitik Frontex ein. Diese Agentur für Grenz- und Küstenwache wird seit Jahren massiv ausgebaut, während sie sich nach wie vor nahezu jeder effektiven Kontrolle entzieht. Die Vergrößerung von Frontex hat eigentlich vier Komponenten. Erstens, das Budget wird vergrößert. Ein paar Beispiele. 2012 waren es noch 85 Millionen Euro, die Frontex pro Jahr zur Verfügung standen. So waren es 2020 schon 460 Millionen Euro pro Jahr.
Und für die kommenden 7 Jahre sind 5,6 Milliarden Euro allein für das Instrument Frontex veranschlagt. Zweitens, das Personal wird ausgebaut. Aktuell wird eine sogenannte ständige Reserve von 10.000 eigenen Frontex-Beamtinnen und damit erstmals eine bewaffnete Polizeitruppe auf EU-Ebene aufgebaut. Drittens, das Einsatzgebiet von Frontex wird auf immer mehr EU-Drittstaaten ausgeweitet, angefangen von Albanien und Montenegro. Der vierte Aspekt betrifft die Aufrüstung von Frontex. So wird, wie bereits erwähnt, ein Teil der ständigen Reserve mit Schusswaffen ausgerüstet, erstmalig, wofür bisher noch die Rechtsgrundlage komplett übrigens fehlt. Dafür werden 2.500 Schusswaffen und 3,6 Millionen Kugeln angeschafft. Zusätzlich 1.000 Gummiknüppel, 700 Teleskopschlagstöcke in verschiedenen Größen und insgesamt knapp 4.000 Dosen Pfefferspray. Für das Problem der mangelnden Rechtsgrundlage, was wir die Bundesregierung natürlich auch gefragt haben, wie sie das denn überhaupt rechtfertigen, sei man intensiv an Lösungen, um diese Rechtslücke zu schließen. Die Aufrüstung geht aber noch deutlich weiter. Aus dem ZDF-Magazin Royal und von Journalistinnen veröffentlichten Frontex-Fields ging hervor, dass sich Frontex seit 2017 immer wieder mit zum Teil im EU-Transparenzregister nicht eingetragenen Rüstungs- und Überwachungskonzernen, Thinktanks, Universitäten und Geheimdiensten getroffen hat. Kaum verwunderlich, schließlich investiert Frontex massiv in den Ausbau von Drohnen und Satellitenüberwachung, gestützt mit künstlicher Intelligenz, um Migrationskontrolle voranzutreiben. Wir müssen uns das also so vorstellen, dass es nicht nur darum geht, Grenzen zu überwachen, um dann direkt zu handeln und Menschen zurückzuschieben, eben in diesen Pushbacks, sondern es geht auch darum, zukünftige Migrationsströme, wie es genannt wird, vorauszuberechnen, um dann aufgrund von Datenlagen immer zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein, weil man eben weiß, dass sich die europäischen Grenzen natürlich nicht lückenlos schließen lassen. Frontex nimmt eine aktive Erosion des Völkerrechts vor. Es wird behauptet, so auch von Legerie, bei uns im Ausschuss für Menschenrechte jetzt im Januar, dass überfüllte Schlauchboote nicht automatisch ein Fall von Seenot darstellen und keine Seenot vorherrscht, wenn diese nicht direkt augenscheinlich vorhanden ist. Diese Schiffe dürften dann laut Legerie zurückgedrängt werden. Diese Auslegung des Rechts ist extrem gefährlich. Er leugnet somit nicht nur die Seenot von Menschen auf Schlauchbooten, sondern kriminalisiert damit gezielt die Menschen, die auf der Flucht sind. Die Tatsache, dass seit 2014 20.000 Menschen beim Sinken überfüllter Schlauchboote ertrunken sind, wird damit bewusst ausgeblendet. Es steht völlig außer Frage, dass Menschen, die von der Türkei aus mit dem Schlauchboot versuchen, Griechenland zu erreichen, das Ziel haben, einen Asylantrag zu stellen. Das muss bedingungslos anerkannt werden, ist aber leider seit Jahren nicht mehr die Realität. Die Berechtigung eines Staates, Boote aufzuhalten, wenn sich diese mit kriminellen Absichten Grenzkontrollen zu entziehen versuchen, hat nichts mit über den Meer fliehenden Menschen zu tun. Es ist unerträglich, dass Frontex Migrantinnen zur Legitimation von Pushbacks zu kriminalisieren versuchen und Legerie auch bei uns im Ausschuss sie gleichgesetzt hat mit Schleppern, Drogen und Waffenschmugglern. Die Versuche der Umdeutung von Rechtsvorschriften und die gezielte Erosion völkerrechtlicher Hilfspraktiken zum Zweck der Legitimation von Abschottungspolitik muss von uns mit aller Klarheit zurückgewiesen werden. Frontex leugnet nach wie vor alle Menschenrechtsverletzungen auf Basis der Aussagen von Griechenland. Es habe keine Pushbacks gegeben und alle Praktiken Griechenlands und auch der Frontex-Beamtinnen seien rechtskonform, so Legerie bei uns im Menschenrechtsausschuss. Frontex und Griechenland decken sich wechselseitig und dienen sich gegenseitig permanent als Alibi. Vielleicht noch ein paar Worte zur Situation auf dem zentralen Mittelmeer. Legerie behauptet, Frontex würde tausenden Menschen das Leben retten oder zur Rettung beitragen. Was meint er damit? Er meint damit, dass Frontex Lagebilder auf dem Mittelmeer erstellt und diese Information der sogenannten libyschen Küstenwache zuspielt. Die Zustände, also die libysche Küstenwache, sammelt die Menschen dann auf, dessen Informationen sie eben bekommen von Frontex und bringt sie zurück nach Libyen, wo sie in diesen unerträglichen Folterlagern wieder eingesperrt werden. Die EU hat im Mittelmeer erfolgreich einen Teufelskreis geschaffen durch die Kooperation mit diesen sogenannten libyschen Milizen. Und die fortlaufende Ausweitung ihrer Kompetenzen wird dies auch noch legitimiert.
Die Abwesenheit jeglicher staatlicher Seenotrettung, die Verschiebung des Einsatzgebietes der EU-Militärmission Irini und die Festsetzung der zivilen Rettungsschiffe hat eine Situation erzeugt, in welcher Seenotfälle regelmäßig nur von der sogenannten libyschen Küstenwache übernommen werden können. Also genau im Sinne der Europäischen Union. Dieser Zustand wird nun von Frontex quasi als naturgegeben dargestellt, obwohl die zivile Seenotrettung in den Häfen bereitsteht und rausfahren will und helfen will. Und obwohl es für die EU natürlich ein leichtes wäre, Boote zu entsenden, um die Menschen zu retten. Auch hier sieht man, wie Frontex ein wichtiger und zentraler Baustein für die Abschottung ist, selbst wenn es beispielsweise gar nicht so offensichtlich ist, weil sie einfach nur Daten und Informationen weitergeben. Vielleicht auch noch zwei Sätze zur politischen Einordnung. Wir werden jetzt in der Diskussion bestimmt auch noch drauf kommen. Es ist viel zu leise. Auf EU-Ebene, habe ich schon gesagt, wird versucht, mittels von Aufklärungsausschüssen und sowas Zeit zu gewinnen. Und auf deutscher Ebene, auf bundespolitischer Ebene, erleben wir, dass Verantwortung abgeschoben wird auf EU und man versucht immer wieder zu signalisieren, dass man nicht zuständig ist, obwohl auch Deutschland beispielsweise Bundespolizisten immer noch in Einsätzen hat, wie beispielsweise in Griechenland, trotzdem wir wissen, dass es dort zu massiven Menschenrechtsverbrechen kommt. Vielleicht soweit erstmal. Vielen Dank. Jetzt war ich kurz stumm geschaltet. Vielen Dank, Michel, für deine Ausführungen. Vielleicht, bevor wir in die allgemeine Diskussion gehen, noch eine Nachfrage von mir. Du hast jetzt berichtet über Frontex-Vertreterinnen, die in den Ausschüssen berichten, was da so los ist. Jetzt bist du im Deutschen Bundestag. Mich würde noch interessieren, welche Möglichkeiten gibt es seitens des Bundestages auf formaler Ebene, sagen diese Dinge zu ändern? Also zu sagen, das muss anders werden bei Frontex oder Deutschland schickt keine Grenzschutz-Polizeieinheiten mehr in diese Frontex-Einheiten. Also beschließt der Bundestag das und könnte der Bundestag sagen, dann machen wir nicht mehr mit, also formal. Und wie ist die Diskussion im Parlament darüber? Also wird die Frontex-Politik von Regierungsfraktionen gesagt, das ist alles in Ordnung oder gibt es da Vorschläge, das zu reformieren? Und was sagt die Linke, die Fraktion Die Linke, Frontex reformieren oder ganz auflösen? Das sind jetzt nochmal relativ viele Fragen in eins. Ich versuche das mal ein bisschen durchzugehen. Also die Diskussion im Bundestag verläuft relativ stark danach, dass man es auf die EU-Kompetenz und die EU-Ebene abschiebt. Aber natürlich hat der Bundestag, und ich habe es ja gerade auch an einem Beispiel zumindest mal deutlich gemacht, die Bundesregierung ist ein sehr großer Akteur innerhalb der gesamten Abschottungspolitik. Also ich will mal daran erinnern, dass beispielsweise der EU-Türkei-Deal regelmäßig von Frau Merkel mit Erdogan direkt verhandelt wird und das alles quasi über die deutsche Ebene läuft. Und auch bei der Kriminalisierung der Seenotrettung hat Deutschland immer eine ganz, ganz schlechte Rolle gespielt über Schiffsverordnungen, die geändert wurden und sonstiges, war die Bundesregierung dort massiv beteiligt. Und trotzdem beim Punkt Frontex versucht man sich natürlich immer hinter der europäischen Ebene zu verstecken. Aber die Regierung wäre in der Lage, und das ist auch das, was wir als allerersten Schritt und sofort fordern, zum Beispiel zu sagen, sie stellen keine Bundespolizisten mehr für Einsätze zur Verfügung von Frontex, bei denen es zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist. Das wären, wenn man das mal so pauschal sagt, fast alle. Dasselbe fordern wir zum Beispiel auch von den Landesregierungen. Also selbst die Landesregierungen könnten tätig werden, auch wenn das oft nur wenige Einheiten betrifft, aber es wäre ein wichtiger symbolischer Akt, dass zum Beispiel, weil wir uns gerade in Baden-Württemberg befinden, der Ministerpräsident Kretschmann sagt, keine Landespolizisten mehr für Frontex-Einsätze. Wir haben das ja auch immer wieder gefordert. Leider findet das trotzdem weiterhin statt. Und dann gibt es natürlich den Geldhahn. Ich habe gerade mal die Summen genannt, über die wir da eigentlich reden und über den massiven Aufbau von Frontex. Also es wäre ja das Mindeste, dass man sagt, solange diese ganzen Vorwürfe da sind, im Raum stehen und auch die Beweise dafür vorliegen, solange setzt man den Ausbau von Frontex erst einmal aus. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das wird ja wirklich in einer unglaublichen Geschwindigkeit vorangetrieben. Wir müssen uns einfach mal vorstellen, wenn wir sagen, da soll eine Polizeieinheit aufgebaut werden, eine europäische mit 10.000 Einheiten, die nur dafür da ist, an den europäischen Grenzen dafür zu sorgen, dass keine Migrantinnen mehr die Grenze überqueren können. Das zeigt ja die unglaubliche Dimension. Und dafür wird das Thema im Bundestag viel zu wenig behandelt. Wir versuchen das natürlich gerade im Menschenrechtsausschuss vielfach, also gerade wir als Linke, vielfach zu thematisieren.
Stellen da aber leider fest, dass Bündnispartnerinnen, die wir da vor ein paar Jahren vielleicht noch gehabt hätten, ruhiger geworden sind. Klar, bei der SPD, verhaftet in der Großen Koalition, hat Frontex lange keine Rolle mehr gespielt, zumal das Thema Frontex auch im Programm der SPD leider überhaupt gar keine Erwähnung mehr findet. Also man verhält sich zu dem, was da passiert, möglichst still und versucht auch, um den Diskurs drumherum zu kommen. Eine Verschiebung haben wir leider auch gemerkt bei den Grünen, sowohl innerhalb ihres neuen Wahlprogramms, wo lediglich gefordert wird, dass Frontex auf dem Mittelmeer selbst auch Rettungsmissionen mit übernehmen soll, das heißt Menschen aus Seenot retten. Aber eine generelle Kritik an Frontex bleibt leider bei einzelnen Politikern der Grünen haften, hat sich im Programm leider nicht mehr durchgesetzt, was wirklich sehr ärgerlich ist. Und so verhält es sich auch ein bisschen im Menschenrechtsausschuss, dass zwar viel Aufklärung gefordert wird. Allerdings würde ich immer dem hinzufügen, wir wissen ja, und das habe ich auch versucht, ein bisschen deutlich zu machen, wozu Frontex überhaupt aufgebaut wurde. Das heißt, diese Aufklärung ist natürlich ein bisschen Scheinargument, weil Frontex ist ja dafür da. Also die machen das, was sie machen sollen. Ja? Und es zeigt, glaube ich, auch allein die Verhinderung, 40 Grundrechtsbeauftragte einzustellen, die zumindest mal die Einsätze ein bisschen dokumentieren. Selbst dass das verhindert wird, zeigt ja, dass es gar kein echtes Interesse an den Praktiken von Frontex gibt, weil man sich dann ja eingestehen müsste, dass Frontex quasi ein Teil eines bestimmten Systems und auch eben einer bestimmten Politik ist. Und da die Grünen ja auch auf eine Regierungsbeteiligung im Bund schielen, haben sie in den letzten anderthalb, zwei Jahren das Thema eher versucht, ein bisschen abzuräumen und sind auch gar nicht so ganz glücklich damit, dass es gerade so eine mediale Präsenz hat. Und da gibt es leider weniger Verhalten zu. Wir als Linke sagen, und das steht ja auch in unserem Programm, und das haben wir von vornherein seit der Gründung und dem Aufbau von Frontex gesagt, dass wir es für extrem gefährlich halten, solche Aufgaben an eine private Agentur auszulagern, dass genau die Kontrollmechanismen dadurch einfach gar nicht mehr gegeben sind und auch die Aufgabe von Frontex uns persönlich, also uns als Linke überhaupt gar nicht klar ist, was es denn sein soll und wo, gegen welche Gefahr denn da eigentlich vorgegangen werden soll. Und deswegen bleiben wir auch dabei, dass wir Frontex ablehnen in Gänze, weil wir nicht einsehen und nicht dabei sind, die Europäische Union weiter zu einer Festung auszubauen, sondern im Gegenteil, weil wir wollen, dass Menschen endlich ihr Recht, und darüber müssen wir ja auch reden, es ist ihr Recht, einen Asylantrag zu stellen, endlich wieder wahrnehmen können. Vielen Dank. Ich glaube, an der Stelle passt ganz gut eine Frage aus dem Chat. Da geht es auch um die juristischen Hintergründe dieser Frontex-Mission. Die Frage ist ein bisschen komplex und auch juristisch. Deswegen hoffe ich, dass ich sozusagen ganz gut hier aus dem Englischen ins Deutsche übersetze und klar ist, was der Punkt ist. Ich übersetze mal die Frage so gut wie möglich. Also was würdet ihr beide sagen, wenn es um Möglichkeiten geht, diese Praxis der Pushbacks zu beenden, insbesondere auf dem Meer während dieser Frontex-Missionen in Anbetracht, dass es eine EU-Verordnung 2014/656 gibt und einen Schengen-Grenzkodex, der es erlaubt, dass Schiffe zurückgewiesen werden, wenn es den Verdacht gibt, dass diese Schiffe und die Personen, die auf diesen Schiffen sind, versuchen, die offiziellen Grenzkontrollen zu umgehen. Gibt es da einen Widerspruch in dem Gesetz zwischen Grenzmanagement und den fundamentalen Menschenrechten? Oder wie sollten die Küstenwachen, die Frontex-Missionen mit diesen Komplexitäten in der Operation umgehen oder mit diesen scheinbaren Widersprüchen, wenn sie versuchen, die Grenzkontrollen effizient und human zu handhaben? Also im Anbetracht der Tatsache, dass es diese Richtlinie der Kommission zu Frontex gibt und es dort heißt, dass es im Belieben oder dass jeder Schiffskapitän situativ gucken muss, wie er mit diesem Widerspruch umgeht zwischen zu verhindern, dass jemand Grenzkontrollen umgeht und eben das fundamentale Menschenrecht auf Asylstellung zu gewährleisten. Ich hoffe, ich konnte das gut rüberbringen und ihr könnt dazu was sagen. Wer möchte zuerst von euch beiden? Michel. Ich kann da ganz kurz was zu sagen, weil ich das vorhin in meinem Vortrag auch genau diesen Punkt schon versucht habe, einmal zu streifen. Das ist das, womit Legeri quasi auch den Unterschied aufmachen will zwischen ich blocke ein Boot, ja, und darf das tun, weil ich vermuten muss, dass dort illegale Handlungen passieren. Also es ist im Prinzip die Kriminalisierung von Flucht.
Er unterstellt, also er setzt quasi ein Schlauchboot mit 50 Menschen drauf gleich mit Waffenschmugglern, die versuchen, illegal Waffen über die Grenze zu bringen, und behauptet, ein manövrierunfähiges oder wie auch immer geartetes, überfülltes Schlauchboot sei vielleicht gar nicht in Seenot, ja, dann müsste man sie nämlich retten und dann hätten die Menschen auch das Recht, einen Asylantrag zu stellen, sondern versuchen, illegal einer Grenzkontrolle zu entkommen und begehen eine illegale Handlung. Und das ist das, was ich in meinem Vortrag gesagt habe, diese Umdeutung, die ist relativ, also die ist neu, die wird von Frontex neuerdings immer wieder vor sich hergetragen. Und ich glaube, das dürfen wir tatsächlich nicht zulassen, sondern es ist ein Unterschied, ob ein Schiff kommt und versucht, Waffen nach Europa zu schmuggeln, oder ob hunderte Migrantinnen teilweise auf einem Boot sitzen mit der eindeutigen Absicht, einen Asylantrag zu stellen. Hope, möchtest du da was ergänzen, auch aus der Praxis in eurer Arbeit? I would say that, you know, there is regulation that allows for vessels to be intercepted, but not to be pushed back. So I think the answer would be for Frontex to act in collaboration with civil society search and rescue operations, which at this point are so heavily criminalized that they're unable to operate, leaving, you know, hundreds of thousands of lives at risk in the sea context. So in order for that to really work, it would be for Frontex to work, Frontex Coast Guard in collaboration with civil society organizations already doing the work in a humane way and bringing those people to a place of safety where they can access the asylum system as they should be. So when a vessel is, you know, obviously in need in international waters, in Greek waters, whatever, that vessel should be saved, rescued, searched for and rescued, and then brought to an official point where they can request asylum and they can have the right to ask asylum fulfilled, and they can also pursue a proper case. What's happening at the moment is ships are being picked up and arbitrarily pushed back, putting them at further risk to their life, and also violating their ability to ask for asylum. So I think overall the answer is for these kind of more official border agents to operate with the civil society actors that are already on the ground in order to a place where they can officially apply for asylum and have that application fully seen through. Ich glaube, Hopp, du bist mit deinem Punkt, weil die Übersetzung zum Schluss Schwierigkeiten hatte. Weiß ich nicht, ob du deinen letzten Teil noch mal vielleicht kurz wiederholen willst. Sorry about that. Yeah, I was essentially saying that, you know, the answer is for official border agents to be working hand in hand with civil society actors on the ground, to make sure that all people in need, people on the move who want to apply for asylum, are brought to places where they're able to apply for asylum and have that application fully seen through. Okay. Ich würde, momentan haben wir sozusagen dazu keine spezifischen Nachfragen, jederzeit gerne noch als Kommentar hier bitte hinterlassen, nochmal sagen, den Blick nach vorne richten wollen. Wir haben es natürlich schon ein bisschen gestreift. Eure Einschätzung ist, dass diese Politik der Pushbacks eng mit Frontex verbunden ist und dass man im Prinzip die ganze Grenzschutzpolitik nicht so machen kann wie jetzt, dass da fundamentale Menschenrechte missachtet werden und die EU ihrem Anspruch als Friedensnobelpreisträgerin nicht gerecht wird. Nach vorne gerichtet den Blick, welche Möglichkeiten seht ihr ganz konkret, jetzt auch umsetzbar, jenseits von der Vorstellung, dass irgendwie alles ganz toll sein sollte, einzuwirken, dass sich diese Politik ändert? Also auf parlamentarischer Ebene, in den nationalen Parlamenten, auf europäischer Ebene, im Europäischen Parlament, in der Lobbyarbeit mit der EU-Kommission, aber auch zivilgesellschaftlich in der Arbeit, in Solidaritätsinitiativen mit Geflüchteten, in Flüchtlingsunterstützungskomitees. Wo würdet ihr sagen, wo muss momentan das Augenmerk derjenigen drauf gelegt werden, die sagen, diese Politik muss sich ändern? Vielleicht
Hope, magst du mal sagen, wo sollten wir aktiv werden und wie? So I have two things to say to answer that question. First of all, more concretely, what the Border Violence Monitoring Network advocates for and lobbies for at the European level is a truly independent monitoring mechanism, which is something that's mentioned in the new Pact on Migration, but not fully elaborated, and something which was trialed in the Croatian context and failed spectacularly. So what the Border Violence Monitoring Network asks for is this truly independent monitoring mechanism, which should be led by national preventative mechanisms and independent NGOs funded directly by the Commission or through an independent agency. And these monitoring mechanisms should not only include the monitoring of official pre-triage centers and asylum procedures, but also must include unannounced visits to border zones and police stations. We also need to see much better cross-border collaboration in testimony collection from the affected population. Right now, the ineffective mechanisms that are in place only take into account the cases of those who were able to remain in European territory, and therefore were not necessarily victims of pushbacks or other unlawful practices. This monitoring mechanism would also benefit from an alarm system that could be triggered by potential asylum seekers in situations where their fundamental rights are violated, and such an alarm system that civil society NGOs are able to respond without the threat of heavy criminalization for doing so. So that's what we would call for in an overhaul of the EU migration system, for something like that to be better in place, so that these processes can be monitored better without the risk of criminalization, and so that those implementing these violations can be held accountable. The second thing I would like to say is that I believe that, we've seen that top-down change is not working. The people at the top know that pushbacks are happening, and they know exactly what's taking place at European borders. The Black Book of Pushbacks was just another body of evidence to prove that. So top-down change is not working. So when change clearly isn't working, the only answer we have left is bottom-up change. And for that to be effective, what we really need is everybody on the bottom level to educate themselves and to mobilize. People need to educate themselves in what pushbacks are, educate themselves in where they're happening, why they are happening, educate themselves in how to push at their local level for accountability, how to push their local MEPs to ask questions and call for accountability in the European Parliament, and also to familiarize themselves with the work of those grassroots NGOs on the ground, what they're doing and how they can support them, either financially or with their time. Michael. Okay, also ich... Bevor ich gleich mal ein paar Punkte aufmache, die ich glaube ich sage, die man ganz realpolitisch ist, glaube ich, das Unwort dazu versuchen muss anzugehen und durchzusetzen, würde ich noch einmal sagen, ich glaube, man bewegt sich mit dieser ganzen Politik der Abschottung, selbst wenn man sie richtig finden würde, ja, in eine absolute Sackgasse, weil wir damit nicht einen einzigen Menschen von der Flucht abhalten werden. Die Menschen werden fliehen, weil sie in Not sind. Sie fliehen nicht freiwillig, sie fliehen, weil sie in Not sind. Und diese Not wird größer werden. Allein durch die Klimakrise wissen wir, dass das, was jetzt gerade an Menschen schon auf der Flucht ist, vor Hunger, vor Krieg, vor Perspektivlosigkeit, dass diese Zahl noch gar nichts ist zu dem, was uns quasi erwartet. Deswegen ist dieser Umgang, der jetzt gerade gefahren wird, wirklich auch unglaublich kurzsichtig. Wie gesagt, mal davon abgesehen, dass er den Menschenrechten widerspricht und allen möglichen Konventionen, die wir uns erarbeitet haben, auch wirklich aus historischen Lehren, die da mal gezogen wurden mit Genfer Flüchtlingskonventionen und sonstigen Abkommen, ist dieser Weg absolut falsch, weil es nicht darauf ausgelegt ist, dass auch nur ein einziger Mensch weniger flieht, sondern nur, wie viele Menschen lebend in Europa ankommen. Ja, das muss man sich einfach bewusst sein in dieser ganzen Diskussion. Ich glaube, um mal ein paar ganz Punkte zu sagen, wo man anknüpfen kann, die, glaube ich, politisch notwendig sind. Das erste, dieser EU-Türkei-Deal, dieser Deal, der da geschlossen wurde, mit dem sich Europa seit 5 Jahren wirklich in die Abhängigkeit von diesem Despoten Erdogan begeben hat, der muss weg. Und ich glaube, die Erkenntnis, das traut sich noch keiner, aber die sickert auch politisch. Denn schauen wir uns an, was in der Türkei passiert. In der Türkei wird jegliche Form von Rechtsstaat seit Jahren abgeschafft. Die Opposition aufs Schärfste kriminalisiert, völkerrechtswidrige Kriege geführt gegen die Kurdinnen in beispielsweise in Syrien. Und Europa ist kaum in der Lage, da Kritik zu formulieren,
weil sie sich durch diesen EU-Türkei-Deal in eine wirklich erpressbare Situation und in Abhängigkeit von diesem Despoten Erdogan begeben haben. Das ist für mich ein ganz starker politischer Angriffspunkt, den wir setzen müssen. Dieser EU-Türkei-Deal muss weg und damit auch diese Elendslage auf europäischem Boden. Wenn wir schon nicht dafür sorgen können, dass Menschen in Lagern weltweit festsitzen, Migrantinnen in Lagern weltweit festsitzen, wäre es das Mindeste, dass wir dafür sorgen, dass auf europäischem Boden diese Massenlager, wirklich diese furchtbaren, ihr alle kennt die Zustände auf den griechischen Inseln, dass das beendet wird. Und diese Elendslager hängen direkt mit dem EU-Türkei-Deal zusammen. Das heißt, der EU-Türkei-Deal muss weg und all die Lager auf Lesbos und auf den anderen griechischen Inseln müssen geschlossen werden und die Menschen evakuiert und menschenwürdig untergebracht. Um eine Zahl zu nennen, es wäre kein Problem. Derzeit sitzen dort 15.000 Menschen. Alleine in Deutschland sind knapp 30.000 Plätze in der Erstaufnahme frei. Allein in Deutschland. Das heißt, es ist nur der politische Wille, der dazu fehlt. Nächster Punkt ist die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Erstmal ist es eh ein Unding, dass private NGOs und junge Menschen rausfahren müssen, um Völkerrecht und Seerecht durchzusetzen und Menschen retten müssen. Das ist ein Unding. Dass die dann aber auch noch kriminalisiert werden, führt auch in der europäischen Bevölkerung in weiten Teilen zu keinerlei Verständnis. Das heißt, auch das ist ein ganz wichtiger Angriffspunkt, den wir nach wie vor setzen müssen. Die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung muss eingestellt werden. Das nächste, und das ist auch was, was, glaube ich, schon politisch auf breite Mehrheiten stößt, es braucht eine Seenotrettung, und zwar eine staatliche. Wir können das nicht zivilen Helferinnen überlassen, sondern es ist Aufgabe der Europäischen Union, dafür zu sorgen, dass Seerecht auf dem Mittelmeer eingehalten wird und dass Menschen, die in Seenot geraten, gerettet werden. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Punkt, der ist nachvollziehbar, der muss quasi auf Mehrheiten stoßen. Und damit verbunden die Finanzierung und Ausrüstung dieser libyschen Milizen und dieser sogenannten libyschen Küstenwache muss eingestellt werden. Denn die EU macht sich dort, wir beteiligen uns dort direkt an den schlimmsten Verbrechen, die dort in den libyschen Lagern passieren, und zwar in Kooperation mit dieser sogenannten libyschen Küstenwache. Also Beendigung der Zusammenarbeit und der Finanzierung und damit auch der Versuch, diese Zustände in den libyschen Lagern zu beenden und Evakuierungsmaßnahmen dort einzuleiten. Das wären einfach mal so ein paar realpolitische Punkte, neben dem, was wir als Linke natürlich fordern, dass wir perspektivisch endlich legale und sichere Fluchtwege wollen. Denn das müssen wir uns ja anschauen. Es gibt ja gar keine Möglichkeiten mehr, legal in Europa Asyl zu beantragen. Man kommt ja nicht her. Es gibt ja keine Chance. Das heißt, was ist das Asylrecht wert, was wir uns aus guten Gründen aufgeschrieben und gegeben haben, wenn es die Möglichkeit, das zu nutzen, überhaupt gar nicht mehr gibt? Und wie kommen wir dahin? Ich glaube, dazu braucht es breite und starke Bündnisse, und die gibt es. Und ich finde, die Initiativen der Seebrücke, die es geschafft haben, dass sich über 200 Kommunen, das ist genau das, was Hope gerade angesprochen hat, von unten solidarisch erklären und sagen, wir können und wir wollen helfen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Der Weg wird nicht alleine funktionieren über die Bundespolitik und schon gar nicht über die EU-Kommission, über die EU, sondern es geht über Solidaritätsstrukturen von unten, über Kommunen, über Bündnisse vor Ort mit Kirchen und allen die Flüchtlingsinitiativen, Flüchtlingshelferinnen. Das müssen wir stärken und aufbauen, um so einen Druck zu entfalten, der dann auch tatsächlich real helfen kann. Denn ich muss ganz klar sagen, das muss uns einfach bewusst sein. Nicht ein einziger Mensch aus Moria wäre evakuiert worden, wenn es diese Bündnisse in Deutschland und in Europa nicht gäbe, die genau dafür sorgen und dafür kämpfen. Unterstützung der Zivilgesellschaft, Unterstützung der Seenotretterinnen auf dem Mittelmeer, Unterstützung von NGOs und Projekten wie die von Hope, darum geht es, das müssen wir organisieren. Das ist auch unser Auftrag als Linke und unsere Aufgabe, um gleichzeitig im Parlament Druck aufbauen zu können, Aufklärungsarbeit zu leisten, und so gut wie möglich das Thema auch in der Öffentlichkeit zu halten. Denn ich kenne das ja auch, selbst bei uns in Wahlkämpfen und sonstiges. Ah, ist das das Thema? Ist das das Thema, was man setzen muss? Ja, wir müssen es setzen. Es ist unsere Aufgabe, denn es wird auf der politischen Ebene uns keiner abnehmen und kein anderer tun. Du machst die zivilgesellschaftliche Ebene, die Bewegung von unten sehr stark. Wenn man deine parlamentarische oder politische Arbeit verfolgt, ist das ja auch was, was dich auszeichnet, dass du in der Bewegung aktiv bist, auf Demonstrationen, in geflüchteten Soli-Initiativen, und das verbindest mit deiner parlamentarischen Arbeit. Ich möchte jetzt, das wäre die letzte Frage, die ich dann sozusagen an euch geben würde, auch mit der Möglichkeit, sozusagen das Schlussstatement zu verbinden, nochmal sozusagen in den rechtlich-parlamentarischen Raum zurückwechseln, weil es da eine konkrete Frage dazu gab. Einer der Teilnehmerinnen fragt sozusagen, was da sozusagen jetzt zu erwarten ist von dem, was auf europäischer Ebene in der Untersuchungskommission zum Arbeiten von Frontex in der
EP Frontex Scrutiny Working Group gerade passiert und auch bei der EU-Antikorruptionsagentur OLAF, wo eben auch ein kritischer Blick auf die Berichte zu diesen illegalen Praktiken von Frontex geworfen wird. Also sagen, was ist da zu erwarten? Glaubt ihr, dass da was passieren kann? Habt ihr die Diskussion verfolgt? Ist da was zu erwarten, dass sich da was ändert auf dieser institutionellen Ebene? Und zweite Frage des Teilnehmers, er sagt, dass er Rufe wahrnimmt von NGOs wie Oxfam oder Remove Europe und auch von einzelnen Parlamentariern in Europa, der Erik Marquardt von den Grünen, aber natürlich auch die Linke macht da ja verdienstvolle Arbeit, die fordern ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland einzuleiten, weil sie mit dieser Praxis eben das EU-Recht brechen. Also diese beiden Aspekte, Untersuchungsausschuss im Europäischen Parlament und dieses Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland, ist das aussichtsreich? Wie seht ihr das? Habt ihr da Informationen, Einschätzungen zu? Und wie gesagt, letzte Frage, dann würden wir zum Ende kommen. Gerne auch nochmal sozusagen einen zusammenfassenden Message, die ihr uns mitgeben wollt. Bitte schön, Hope, vielleicht fängst du an. I think I would first like to start by addressing the second part of the question, particularly about the infringement procedures against Greece. I think this is really not the way to go forward. And I think this allows the EU to find a very easy scapegoat for what's happening after putting the pressure on Greece as, you know, the shield of Europe at the external border, infringing on European law, when actually the Commission is supporting that infringement and not acting against it in other states. In fact, when there was, you know, missions in Croatia that were allotted for border monitoring, the Commission actively tried to cover it up with the view to, you know, the Croatia's accession to the Schengen zone and how that would help the EU in their broader border regime and policy. So I think that, you know, looking for infringement against particular member states only works when it's only member states enacting those human rights violations, when it's actually a broader issue that is systemic within the way the EU works and within the way the common European asylum system is working. That's not the way to go forward, because you just allow one country to be scapegoated when actually it's due to its geographical position that it's actually been in this position in the first place. And I'm not saying, you know, it's all the EU and Greece has done nothing, but it's so interlinked. And Greece is allowed to play that role, as Michelle also said earlier. So I think to separate allows maybe, you know, the general public to be pacified with one set of infringement procedures when actually the larger structural and systemic issues are still ongoing at the higher levels. In terms of institutional changes and the working groups that are going on in the parliament, I think it's really difficult to tell what's going to happen. I mean, as Michelle was saying, you know, we do need to call for an overhaul of the entire system, and institutional changes like that, they don't happen overnight, and they take a lot of work from, you know, the ground level as well. It's a lot of legwork going on at the levels further down. And I think that whilst we can all call for that, and I completely would support that, I think it's going to take a long time. And the most recent pact on migration, which I talked about previously, it doesn't offer us much hope. I think all we can hope for is that these investigations are finding individuals or smaller groups that can be held accountable. But as I said before, it's important that we don't let those smaller groups and individuals become scapegoated for what is a larger systemic problem. In terms of institutional change, I'm sorry that I'm maybe not offering much hope in my concluding statement. I think it will take years, and I think it's a long fight, but I think it's worth doing. And I think the most important thing we can all do is, like, for example, the Seabrooker initiative that Michelle was talking about, that's what needs to be going on as the norm. That's what needs to be happening constantly across all ground levels of society in order for us to push for this bottom-up institutional change. And whilst these inquiries are welcome, I think that, you know, whilst the people at the top are investigating themselves, it's going to be very difficult to make any kind of substantial change. Thank you. Danke dir. Ja, Michel, jetzt ist es an dir, sowas wie ein Schlusswort und auch die Fragen nochmal einzugehen. EU-Parlamentarischer Untersuchungsausschuss, Vertragsverletzungsverfahren, wie siehst du das? Was das Vertragsverletzungsverfahren angeht, kann ich mich da ein bisschen anschließen. Man muss halt immer aufpassen, also es ist halt, die Nationalstaaten und die Grenzschützerinnen der Nationalstaaten
sind dort an Verbrechen beteiligt und die Nationalstaaten sind auch an Verbrechen beteiligt. Allerdings ist es eben komplexer einzuordnen. Also das beste Beispiel ist wirklich, was wir vorhin diskutiert haben, 2020, die Situation, als der EU-Türkei kurzzeitig ausgesetzt wurde und die ganzen Menschen an der griechischen Grenze standen. Was ist passiert? Griechenland hat dort massiv Genfer Flüchtlingskonventionen und EU-Verträge gebrochen und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich schützend vor Griechenland gestellt. Und das ordnet einfach ganz gut ein, wie die politischen Verhältnisse sind. Das heißt, Griechenland steht auch unter Druck. Es ist gar nicht so, dass damals die Syriza-Regierung die Elendslager auf den griechischen Inseln unbedingt haben wollte, diese EU-Hotspots, sondern das Ganze hat eben mit Druck aus der EU zu tun. Es gab ein unglaublich großes Fingergezeige auf diese Lage aus Europa. Haben wir immer noch, auch nach dem Brand, den es in Moria gab, heißt es überall, was passiert da in Griechenland? Aber diese Lager sind unter Verwaltung vom UNHCR und von Frontex. Das ist ein europäisches Projekt. Das sind europäische Lager. Dort werden die Verbrechen unter der Schirmherrschaft der EU begangen gegen diese Menschen. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Fingerzeigen ganz, also es wird uns, glaube ich, nicht weiterbringen. Wir haben das ja auch erlebt, Italien lange Zeit, wurde auf Italien mit dem Finger gezeigt, dann war angeblich Salvini daran schuld, dass Menschen auf dem Mittelmeer nicht mehr gerettet wurden. Das ist aber einfach falsch, sondern das ist eingebettet in einer gesamten Strategie. Und Salvini hat die Situation natürlich durch seine Rhetorik und durch seine Art, Politik zu machen, nochmal verschärft und vorangetrieben. Aber es war bei weitem nicht so, dass es intern Druck gab, diese politische Linie von ihm zu verlassen, sondern im Gegenteil, eigentlich wurde sie begrüßt. Und das ist auch das Gefährliche daran. Aber es gibt ein paar andere Wege, die ich richtig finde, zum Beispiel in der Frontex-Verordnung Artikel 46, wo es ja immerhin geklappt hat, dass wenn, also wo eigentlich drinsteht, wenn Frontex-Einheiten an Verbrechen beteiligt sind oder an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind, müssen sie abgezogen werden. Das in Ungarn beispielsweise geklappt, weil der Europäische Gerichtshof eben gesagt hat, der Einsatz in Ungarn muss beendet werden. Und das ist zum Beispiel auch eine Forderung, die wir für Griechenland und für andere Länder erheben müssen, damit diese Mechanismen wirksam werden. Da gibt es aber natürlich einen ganz großen politischen Gegendruck, der gar nicht möchte. Und das zeigt wieder die ganze Rolle, alles, was wir diskutiert haben heute, dass die politische Ebene das eigentlich gar nicht möchte. Die Mechanismen, die paar, die es gibt, werden nicht angewandt, weil die Politik es nicht will. Was bedeutet das? Wir müssen den politischen Willen ändern und verändern, damit wir diese Mechanismen überhaupt anwenden können. Das heißt, das Ganze ist oft weniger eine rechtliche Frage oder eine Frage, was ist machbar, sondern wirklich die Frage des politischen Willens. Und das ist die Arbeit, die wir leisten müssen durch Aufklärung, durch praktische Solidarität und durch eine Art von Gegenmacht, um diesen politischen Willen zu verändern und zu brechen. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Und so lange heißt es auch, damit würde ich dann vielleicht schließen, alles, was an praktischer Solidarität auch möglich ist, auszuschöpfen. Das bedeutet zum Beispiel für mich auch ganz konkret, in Deutschland gegen Abschiebungen zu kämpfen, weil das sind die Menschen, die es geschafft haben, durch dieses Abschottungssystem hier überhaupt anzukommen. Und dann kann ich doch vor Ort zumindest dafür kämpfen, dass die, die es geschafft haben, nicht wieder zurück ins Elend müssen. Sowas sind praktische Ansätze, glaube ich, die wichtig sind und die einem auch das Gefühl geben, man steht nicht komplett ohnmächtig vor dieser riesen Baustelle, Festung Europa, sondern man kann konkret handeln und es bringt Menschen konkret was. Jeden Geflüchteten, den wir schaffen, aus diesen Elendslagern rauszuholen, jeder Geflüchtete, der auf dem Mittelmeer gerettet wird, jede Person, die einmal hier ist und nicht abgeschoben wird, sondern es schafft, hier tatsächlich die Möglichkeit zu haben, sich ein neues Leben in Frieden und Würde aufzubauen, ist sozusagen auch ein Erfolg. Und das sind die Anknüpfungspunkte, glaube ich, die wir uns suchen müssen.